müssen wir jetzt hier eine Redstone-Schaltung bauen, eine relativ große. Nein! Nein! Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir befinden uns heute, wie in der letzten Folge stehen geblieben, noch in der Hölle. Und ich will heute hier unser System weiterbauen. Denn wir haben ja angefangen, ein Lagersystem für die ganzen Items zu bauen, die wir hier in der Netherfarm bekommen. Und dafür müssen wir jetzt hier eine Redstone-Schaltung bauen, eine relativ große. Ich weiß auch übrigens noch gar nicht, wie ich die ganzen Items da nach Hause bekomme. Ich glaube, das mache ich dann erst, sobald wir den Enderdrachen gelegt haben und ich eine Menge an Schalkerkisten habe. Weil anders bekomme ich die Items hier gar nicht weg. So viele Items wie das sind, würde ich im Nether nur hin und her rennen. Okay, aber Ziel ist es heute eigentlich, die Sortiermaschine schon anzuwerfen tatsächlich für einen Testlauf, um zu testen, ob das hier alles funktioniert. Die Frage ist halt wirklich, ob es wirklich so klappt, wie ich mir das erhoffe. Wir müssen jetzt hier erstmal überall Redstone-Komparator raufsetzen. So, und jetzt müssen die einmal hier lang gesetzt werden. Das Ding ist, ich glaube, ich muss die Konstruktion einmal bauen und dann habe ich es, denke ich, auch schon verstanden. Ist ja nicht so schwierig. Nur vorher habe ich so eine Konstruktion erhalten und nicht gebaut und deswegen muss ich mir das jetzt mal hier ein bisschen abgucken. So, jetzt müssen wir, und ich will ungern mit, ich habe mir nämlich schon Filterblöcke gemacht. Mit denen will ich eigentlich ungern bauen. Jetzt müssen wir hier jeweils zwei Blöcke nach hinten. Und dann müssen wir hier, glaube ich, einmal schräg runter. So, und dann muss hier drunter, und zwar dort, eine Repeater-Reihe hin. Leute, wofür das da ist, warum das da ist, Alter, fragt mich nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Plan von Redstone. Ich bin so ein richtiger Noob. Wenn ich hier irgendwas mit automatischen Farmen oder Sortiermaschinen sonst was baue, baue ich das alles irgendwo ab. Aber ich denke mal, im Laufe des Projekts werde ich bestimmt noch hinter das Redstone blicken und das auch verstehen. So, okay, hier muss... Ich baue das jetzt übrigens nochmal ab, weil es dann einfach 10-mal leichterer ist. Da kommen jetzt Redstone-Verstärker hin. Und dann müssen wir noch eine Blockreihe bauen und ein paar Fackeln setzen und theoretisch war es dann schon. Theoretisch müssen wir dann nur noch die Filteranlage bauen, also Filter setzen und das Item reintun, was gefiltert werden soll oder was in die Kiste kommen soll. Und schon müsste das Ganze funktionieren. Hier muss jetzt eine Blockreihe hin. Die können wir die von hier aus bauen, ja, indem wir einfach hochspringen. So, und hier müssen jetzt Fackeln ran. Die Fackeln bepowern irgendwas und dann wird dadurch ein Signal abgegeben und durch dieses Irgendwas-Signal wird es dazu führen, dass keine anderen Items abgepumpt werden, außer die Items, die im Hopper sind. Außer ich habe es komplett falsch verstanden, kann auch sein, dass ich einfach dumm bin, ganz ehrlich. So, und jetzt kommen endlich die vorbereiteten Filterblöckchen zum Einsatz, denn hier kommen jetzt jeweils 4 Filterblöckchen in jeden Hopper. Und wie ihr seht, aktiviert sich dann auch direkt hier ein Redstone-Signal. Aber theoretisch brauche ich hier ja dann nicht mal irgendwas, sondern nur das System, oder? Ich baue den jetzt einfach mal ab. Und wir gucken mal, ob das dann trotzdem funktioniert. Und falls nicht, muss ich sie wieder hinbauen. Aber rein theoretisch dient der Hopper dann zu nichts. Also wirklich zu nichts. Den brauchen wir dann einfach nicht. Ja, auf jeden Fall müsste jetzt theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, hier einfach ein Item reingeworfen werden. Oh je, das ist ein kompletter Vorführeffekt, weil ich absolut keine Ahnung habe, ob es richtig ist oder nicht. So, dieses Item wird abgepumpt, aber nur bis auf eine bestimmte Höhe. Heißt zum Beispiel, bis noch 42 Stück da drin sind. Oder 41. Ja, genau. Jetzt wird es blockiert. Bedeutet, nur oder ausschließlich dieses Item wird jetzt in die Kiste geführt. Heißt, wenn das jetzt hier absortiert wird, kommt nur dieses Item in den Trichter und dann kommen nur 15 Watt in Flash hier unten, theoretisch hier unten, genau hier unten kommen dann nur 23, nicht 15, 23 Watt in Flash an. So, aber dadurch, dass das hier nicht meine Watt in Flash Kiste werden soll, sondern ich hier eigentlich erstmal hier hinten hinbauen will, setze ich jetzt erstmal jeweils da 36 Watt in Flash in den Trichter. Theoretisch könnte man da übrigens auch nur ein Item reinsetzen, aber dadurch, dass ich so viel Watt in Flash habe, brauche ich die Items ja nicht. Heißt, hier kommt Watt in Flash, da und da. So, dann haben wir 2 Kisten mit Watt in Flash. Dann würde ich auch sagen, was kommt denn hier noch raus? Was haben wir hier noch? Ja, cool, ich sehe nicht mal, was da in den Kisten ist. Da kommt erstmal eh nur Watt in Flash raus. Hier waren schon die Items, genau. Dann würde ich noch Goldbarren machen. Und die Frage ist halt, was ich mich frage, können diese Schwerter sortiert werden? Weil das sind ja im Prinzip alles verschiedene Schwerter. Auch mit verschiedenen Enchantments. Nur ich habe halt überhaupt keine Ahnung, ob die sortiert werden können oder nicht.
dann würde ich auf jeden Fall noch Goldklumpen erstmal einsortieren und der Rest erstmal nicht. Weil dieses Schwert lässt sich ja auch nicht stacken, ne? Das ist ja auch dann das Ding. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir es reinwerfen. Ne, ist so direkt also weggemacht. Falls nicht, kommen die Schwerter in unsere Output-Kiste. Heißt, wir müssen jegliches Item, was da irgendwie in die Trichter oben fällt, einsortieren. Und dann kommen nur die Schwerter in die Output-Kiste. Und dann wird die Output-Kiste einfach zu einem automatischen Ofen geleitet. Was natürlich ziemlich in die Hose gehen kann, wenn da einmal ein falsches Item reinkommt. Nur rein theoretisch dürfte das ja nicht passieren, dass da ein falsches Item reinkommt. Rein theoretisch. Betonung liegt wirklich auf rein theoretisch. So, ich habe jetzt hier einfach zum Test einmal Wall and Flash, Wall and Flash, einmal Goldklumpen und einmal Goldbarren reingetan. Jetzt würde ich ganz gern, weil ich jetzt schon weiß, wie viele Schwerter dort rauskommen würden, einmal diese Kiste hier kurz mal ein Stück erweitern, denn sonst wird das ganze System gleich überflutet und wir sind richtig am Arsch, um es einfach mal wörtlich zu formulieren. So, und jetzt übrigens noch mal ein kleiner Tipp vom Profi am Rande. Wenn ihr jetzt hier die Output-Kisten habt, werden hier auch andere Items reinkommen. Bei mir kommen ja Goldschwerter viele rein und auch andere Items. Diese Items, die reinkommen, können wir gleich nochmal hier einsortieren, weil die bekommen wir auch oben. Was ich weiß, wir bekommen oben noch Federn und gebratenes oder rohes Hühnchen durch diese Pigments, durch die Mini-Pigments, die auf den Hühnchen reiten. Dann bekommen wir noch andere Items von einem Zombie, der da manchmal ist. Keine Ahnung, warum der da spawnt. Aber sonst theoretisch, rein theoretisch, dürften dort keine anderen Items in irgendeiner Weise reinkommen. Nur manchmal schmeiße ich da auch einfach meinen Müll rein, weil ja ich dumm bin und nicht gedacht hätte, dass wir das irgendwann zu einer Sortiermaschine bauen. Deswegen ist das natürlich alles ein bisschen suboptimal. So, ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt hier einfach mal an. Und viel passieren wird da eh nicht, weil wir halt noch nicht so weit sind, dass jetzt andere Items drin sind als Wall and Flash. Hier, ihr seht es auch, da kommt jetzt erstmal alles Wall and Flash durch. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, wird das Wall and Flash jeglich in diese Kiste hier geleitet, genau, und dort schon mal aufgehoben. So, aber was wir in der Zeit schon mal machen können ist, da war scheinbar doch noch ein bisschen Wall and Flash auch drinne. So, hier ist auch wieder ein bisschen Wall and Flash drin, aber nicht allzu viel. Und ich will hier eigentlich nicht runterfallen, machen wir mal so. So, dann sind die Kisten nämlich hier schon mal weg, dann brauchen wir uns um die nicht mehr kümmern, weil die waren ja eh im Prinzip unnötig. Und Leute, um das mal kurz zu erwähnen, das Sword and Flash heb ich in solchen Massen auf, damit wir es an Villager vertraden können. Das ist nämlich gerade das A und O, Hauptsache die Villager bekommen im Prinzip dann das Sword and Flash. Für was anderes brauche ich das ja selber nicht. So, und im Prinzip kann ich jetzt nicht viel machen, außer hier zu warten. Und zu warten, bis hier alle Items durchfließen, denn sie müssen ja an sich noch ein paar Doppelkisten runter, die wir ja gerade erst aufgestellt haben. Und, was ich in der Zeit schon mal machen kann. Das Ding ist, Leute, wir haben da oben, und ich komme hier nicht runter, Alter, so eine Scheiße. Wir haben da oben ein paar Doppelkisten, die das System an sich ein bisschen aufhalten, die kann ich zum Beispiel schon mal abbauen. Und ich kann euch übrigens jetzt schon sagen, spätestens in der nächsten Folge, die ich aufnehmen werde, wenn ich hier zwischen den Folgen AFK stehe, vielleicht nicht in der nächsten, aber in der übernächsten, spätestens dann wird das System da unten komplett gecrashed sein, weil wir noch keine jeglichen anderen Items außer die vier wichtigsten einsortiert haben. Heißt, es wird komplett im Arsch sein, das können wir dann erstmal aufräumen. Nur das ist halt jetzt einfach das Problem da dran, genau das hier. Ich weiß nicht, was ich mir da früher bei gedacht habe, Leute, bitte schlagt mich nicht. Es macht doch gar keinen Sinn, ich glaube, ich habe das einfach nur gebaut, damit ich mehr Doppelkistenplatz habe. Nur den brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil wir haben ja jetzt so genug schon. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was macht Federfall bitte aus? Ich bin gerade aus Höhe 250 auf Höhe 130 gefallen und hab überlebt. Einfach, Federfall ist einfach Todes-OP. Also Federfall ist einfach wirklich mit das OPste, was es gibt, ne? Leute, man könnte rein theoretisch, also wenn wir irgendwann mal ganz reich sind, könnte man sich hier nochmal hochstecken und einfach einen zweiten Trichter an jede Kiste packen, damit die Itemabfuhr von oben einfach doppelt so schnell verläuft, aber so viele Trichter habe ich gerade einfach noch nicht, dass wir das machen können. So, und das Portal hier kann ich direkt mal abbauen, weil wir kommen irgendwo in der Einöde raus, wenn wir hier durch das Portal gehen, heißt, ich brauche das überhaupt gar nicht. Ich habe das, glaube ich, mal gebaut, weil ich gehofft habe, dass wir irgendwo in der Nähe von mir zu Hause rauskommen, aber am Ende sind wir halt da einfach nie rausgekommen. Nein, jetzt aber tot! Federfall 4. Also ich weiß nicht, was ich mir gerade dabei gedacht habe in dem Moment, als ich das Obsidian abgebaut habe und dann, einfach unter mir nichts war und ich das eigentlich auch wusste. Aber ich habe überlebt.
Achso, und ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass die nächsten Folgen oft im Neta sein werden, sogar sehr oft, dass die nächsten Folgen gefüllt pure Neta-Folgen werden. Es tut mir leid, Leute, aber ich muss hier einmal den Aufzug will ich noch bauen, dass wir hier mit einem Minecart-Aufzug einfach hoch und runter kommen können. Dann will ich unbedingt halt das Lager dort weiterbauen und ja, mir ist es eigentlich auch wieder nicht. Aber das dauert halt seine Zeit, ne, ist ja, denke ich, klar. Oh ja, okay, das werden wir auch noch machen. Das schreibe ich mir gleich auch mal direkt auf. Hier können wir das Problem fixen mit diesen zwei Hoppern dort unten. Das können wir eigentlich, wisst ihr was, das machen wir jetzt, Alter. Ich muss ja eigentlich eh AFK stehen. Bevor ich das nie wieder mache, mache ich das jetzt schon. Ich habe gerade allen Stuff dabei, warum soll ich das nicht jetzt machen? Dann fixe ich jetzt gleich dieses Kackproblem, dass dieser Kackhopper dort, dass einfach zwei Hopper auf der falschen Seite sind. So, perfekt. Jetzt wird das direkt dort in die Kiste geleitet und die bringt das alles direkt nach unten. Und wenn wir jetzt hier schon einmal sind, kann ich jetzt... Oh, das wäre dumm. Okay, sorry, Leute. Vergesst das! Und jetzt aber... Ich krieg's immer wieder hin, ne? Ich krieg's immer wieder hin. Hier übrigens, um euch das mal zu zeigen, dass ich nicht lüge. Hier ist wirklich alles voll, Leute. Hier ist alles voll. Da, alles komplett voll. Hier sind, wie gesagt, hier sind Schrott-Items drin. Habe ich euch auch schon erzählt. Ja, und schaut mal, das Erste, was die ganze Zeit jetzt abgepumpt wird, ist Wooden Flash, oder? Die Frage ist, schaffen wir das? Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja, geschafft. Hier wäre der letzte Balken und hier wäre wieder der erste Balken. Und hier wären wieder Kisten, wenn ich mich nicht irre. Heißt das Portal, könnte man das... Oh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das mit dem Portal bekommen wir auf jeden Fall auf die Reihe. Hier wäre das Kistenlager, der Beginn des Kistenlagers. Oder hier wären Kisten. Hier würde man durchlaufen, auf der Höhe würde man durchlaufen. Und vielleicht können wir es machen, dass das Portal dann einmal so ein Kistenabteil ersetzt und man, ja, dann dort rausgehen kann. Und hier wäre die, hier wäre perfekt, hier wäre das Minecart, wo man einsteigen kann und dann kann man sich hoch, einmal hochgehen, nach oben. Heißt, der Plan liegt jetzt da drin, Leute. Also ich will es eigentlich gar nicht, weil ich es brauche, sondern einfach nur zur Schönheit, sage ich euch ehrlich, dass wir dieses Kistenlager mit A21 Kisten pro System einmal hier im Viereck ziehen. Bis zum Netherportal. Vielleicht bauen wir dann beim Netherportal auch einfach irgendwas anderes als das Kistenlager, weil ich glaube, so viele Kisten fangen an zu laggen. Im Prinzip wäre auf der Höhe hier irgendwo der Balken dafür, dass... Also, ne, also hier wäre irgendwo der Balken für für das Kistenlager. Hier wären die Kisten. Und ich würde einfach statt den Kisten dann gerne ein Portal hier einbauen. Die Frage ist halt wirklich nur, bringt uns das Portal dorthin, wo wir hin möchten? Bin ich doof oder habe ich die Trichter auf der falschen Seite gesetzt? Oh mein Gott, wenn ich das in der Aufnahme in dem Schnitt sehe, dass die Trichter oder das... Ich hoffe, das ist ein Grafikfehler gerade. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann direkt testen, ob das Nether-Portal funktioniert und wo wir wahrscheinlich auch direkt den Fusch da oben nochmal beheben werden. Alter, was habe ich mir denn dabei gedacht, Mann? Kann mich bitte jemand boxen? So, aber... Ich habe wieder gar keine Ahnung, wie lange die Folge ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.